Eva wenig mit dem Thema Frauen und ihre Kleidung oder warum ich mich für diesen Vortrag einfach nur ausziehen muss. Bitte tosenden Applaus für Eva wenig. Frauenkleidung als Werkzeug gesellschaftlicher Hierarchien. Was ist denn damit gemeint? Darf eine Frau aus Triest im Bikini in Saudi-Arabien baden? Nein. Wenn man in ein anderes Land kommt, sollte man sich nicht nur an die Gesetze, sondern auch an die Traditionen des Ortes anpassen. Roberto Di Piazza, Bürgermeister von Triest. Aber ich finde eigentlich, so Bikini schaut doch gar nicht so schlecht aus. Warum denn eigentlich? In einem großflächigen Stoff vermehren sich mehr Keime und diese verschmutzen das Wasser. Tatsächlich das Meerwasser, dort, wo wir alle unseren Dreck hineinlassen. Und warum noch? Man solle westliche Strandgepflogenheiten beachten. Westliche Strandgepflogenheiten. Wie ist man denn früher als Frau baden gegangen? Ah, es steht hier. Ganzkörperbedeckung war zu Beginn des öffentlichen Badebetriebs ab circa Mitte des 19. Jahrhunderts für Frauen und Mädchen üblich. Und des Öfteren mussten Damen wegen zu schwerer Badebekleidung sogar gerettet werden. Erst 1928 kamen in den USA die ersten zweiteiligen Badeanzüge auf. Oh, konservativen Politikern war dies ein Dorn im Auge, sie sahen die Moral in Gefahr. Naja, dass Mann, Frau an- oder ausziehen möchte, aus dem Wunsch heraus, sie vor zur Unterdrückung zu befreien oder aus Angst, ihre Sittlichkeit ist verletzt, das hat tatsächlich schon eine lange Tradition. Aber mich interessiert, ich wollte doch heute eigentlich noch baden gehen und ob ich so in die Auster gehen darf. Glücklicherweise ist in der heutigen Ausgabe auch die Badeordnung der Stadt Graz abgedruckt. Der Aufenthalt in den Bädern ist nur in üblicher Badebekleidung gestattet. Die Möglichkeit des Tragens einer Ganzkörperbekleidung ist eingeschränkt. Neopren, abhängig von der Witterung. Burkini, nur eng anliegend. Burkini, nur eng anliegend? Aber wieso denn das? Ist ein eng anliegender Burkini denn hygienischer als mein Burkini? Mich würde interessieren, was die Experten dazu sagen. Klaus-Dieter Zastrow, Facharzt und Professor für Hygiene aus Deutschland, sagt, wer sich auf der Toilette den Hintern nicht richtig abgewischt hat, hat die Bakterien in der Badehose oder im Burkini und trägt sie dann ins Schwimmbad. Oh, pfui. Aber irgendwie, jetzt habe ich das alles vorgelesen und ich fühle mich trotzdem nicht richtig gekleidet und nicht richtig erwünscht und ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich glaube, ich bin falsch angezogen und... Geht das Mikro nicht mehr? Jetzt. So, jetzt irgendwie fange ich an zu verstehen, was es bedeutet, wenn Frauenkleidung als Werkzeug herangezogen wird, um gesellschaftliche Hierarchien zu festigen oder vielleicht auch Ausgrenzungspraktiken zu fördern. Der Burkini ist auch ein starkes Symbol für die islamische Religion und wie wir jetzt gesehen haben mit den Zitaten, die ich vorgelesen habe, sowohl das Hygieneargument als auch das Traditionsargument sind nicht wirklich stichhaltig. Es handelt sich hier vielmehr um Scheinargumente, hinter denen einsteckt eine Diskriminierung oder eine Stigmatisierung. Denn muslimisch gläubigen Frauen wird vor allem eins vorgeworfen, eine Inkompatibilität mit westlichen Werten. Das kann zu sozialer Ausgrenzung, zu Vorurteilen führen, aber im schlimmsten Fall auch zu verbaler oder physischer Gewalt. Gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass der Burkini auch ein Zeichen der Teilhabe ist, denn er ermöglicht einerseits an öffentlichen Aktivitäten wie Schwimmen teilzunehmen und andererseits den Frauen auch ihren Glauben zu praktizieren.
In diesem Zusammenhang möchte ich nur an die Religionsfreiheit des Menschenrechts verweisen. Aber durch mehr oder weniger verpflichtende Kleidungsnormen wird Druck auf die Frau ausgeübt. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Badeordnung, die ich aus der Stadt Graz, die ich vorgelesen habe. Ich rufe in Erinnerung, der Bikini darf nur eng anliegend sein. Aber was macht das für einen Unterschied, ob der Bikini eng anliegend ist oder nicht? Was steckt dahinter? Und dahinter steckt nur eins, Abwertung. Man möchte die Frau indirekt zwingen, etwas Körperbetontes, etwas Figurbetontes zu tragen, um den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden, in dem Fall die Erwartungen der Grazer BadebetreiberInnen. Und da ist der Tenor ganz klar, Bikini lieber nicht. Aber das betrifft jetzt nicht nur den Bikini, sondern das betrifft ganz viele andere Bereiche. Frauen werden ganz oft aufgrund ihrer Kleidung bewertet. Ich möchte jetzt gerade in Erinnerung rufen, gerade jetzt ist wieder in der Schule eine große Debatte, Schülerinnen sollen nicht bauchfrei in die Schule kommen, sollen keine kurzen Hosen tragen. Und in diesem Fall treffen Kleidervorschriften hauptsächlich Frauen. Natürlich sind auch Männer davon betroffen, aber Vorschriften gehen hauptsächlich auf Frauen. Und so werden die Frauen auf ihr äußeres Erscheinungsbild reduziert. Ich sehe schon, es schaut da viele sehr gelangweilt und mir kommt vor, als hätte ich die Aufmerksamkeit verloren. Interessiert euch ein Vortrag nicht? Sex Sales. Mehr Aufmerksamkeit, wenn man nackt ist. Ist das, was ihr wollt? Mehr Nacktheit? Die Befreiung der Frau. Im Sport haben Frauen jetzt schon freie Kleiderwahl. Stellt euch das vor. Beachvolleyball. Spielerinnen müssen nicht mehr im Bikini spielen. Aber was steht hier? Wenn der Verband darum gebeten hat, auch bei niedrigen Temperaturen die Siegerehrung im Bikini durchzuführen, wegen der TV-Kameras, hat sich das nie richtig angefühlt. Zum Teil kann ich das aus Marketinggründen ein bisschen verstehen. Trotzdem muss ich mich wohlfühlen und den Bikini gerne tragen. Carla Borger, deutsche Beachvolleyballerin, wohlfühlen und den Bikini gerne tragen. Ich glaube, das war jetzt zu viel. Und was steht hier noch? Wenn die Frauen gezeigt würden, dann besonders oft ihre Hintern und ihre Brüste. Und dann gibt es noch die Fotografen, die zwischen die Beine fotografieren. Also wenn ich das hier so lese, fühle ich mich jetzt zwar die Aufmerksamkeit, ich fühle mich gesehen, aber nicht mehr gehört. Und irgendwie frage ich mich, was kann ich als nächstes ausziehen? Wow, Eva, unglaublich starker Auftritt. Du Papa, wieso stehst du? Kannst du dich bitte wieder hinsetzen? Nein. Geh Papa, das ist halt wichtig. Einen Applaus für den Papa, bitte. Du versaust da den ganzen Vortrag, das war nicht die Botschaft. Aber Eva, wie fühlst du dich jetzt mit Bademantel? Wieder sehr wohler, das stimmt tatsächlich. Eindeutig wohler. Funktioniert mein Mikrofon auch? Ja, es funktioniert ja super. Eva, also ich bin beeindruckt von dieser Bühnenpräsenz. Und wie, also natürlich, du hast die Aufmerksamkeit sofort wieder gehabt. Jetzt ist die Frage, Burkini ist ein ganz heiß umstrittenes Thema. Ich war selbst überrascht, wie gut er dich kleidet. Interreligiöse Bildung, was kann man denn in der Schule machen damit? Genau, da kommt ja das Thema. Es gibt Schwimmunterricht, wo dann manche in Burkini kommen wollen oder müssen, andere nicht. Was kann man in der Schule machen, um genau diese Probleme, diese Spannungen möglichst abzubauen?
Das Einzige, was, glaube ich, gut funktioniert, ist Bewusstseinsbildung. Aber Bewusstseinsbildung auf beiden Seiten, das bedeutet, dass man sich auch als Lehrperson mit der islamischen Tradition beschäftigt und auch schaut, wieso ist es den Kindern wichtig und nicht von vornherein zu sagen, in Burkini darfst du nicht mitgehen, schwimmen, sondern vielleicht das akzeptieren und als Möglichkeit sehen, dass das auch eine Möglichkeit für die Schülerinnen ist, mitgehen zu schwimmen zu können überhaupt. Und was kannst du uns allen, wie alles tappt mir auch in die Falle, wir haben Klischees, kannst du uns so irgendwelche Tipps mitgeben, sollen wir uns mit anderen Religionen beschäftigen, sollen wir es selbst einmal ausprobieren, wie hast du dich in Burkini gefühlt, also was war das für eine Erfahrung, kann das helfen? Ja, gute Frage, also für mich war das jetzt einfach ein Requisite. Aber spürst du, wie sich das anfühlt, bekommst du eine Idee davon, was es heißt, in Burkini dann auch alle Blicke auf sich zu ziehen? Ja, also ich muss sagen, ich habe diesen Burkini von einer Arbeitskollegin von mir, sie ist Muslimin, sie geht damit baden und für mich war es wichtig, dass er schick ausschaut und hat doch auch schick ausgeschaut, oder? Definitiv, ja. Und dass man das nicht so verteufelt als etwas Rückständiges. Je mehr man über die andere Kultur, über die andere Religion weiß, desto besser kann man es verstehen. Also interreligiöse Bildung kann helfen, auch Konflikte zumindest zu mindern. Können wir das mitnehmen als Message? Ja, ich glaube, das ist sehr gut zusammengefasst. Deswegen ist dein Forschungsgebiet so wichtig. Vielen Dank nochmal, großen Applaus nochmal für Eva Wenig. Dankeschön.